und willkommen bei mir zu Hause. Zu meinem vorerst letzten Video zum Sticken habe ich mir gedacht, ich möchte gern noch einen Regenbogen sticken. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich habe da schon so viele Inspirationen auf Pinterest gesehen und finde den so schön, diesen Regenbogen. Und ich habe mir gedacht, den dann im Stickrahmen drin lassen und quasi als Bild an die Wand hängen. Dann habe ich nämlich hier für meinen Video-Hintergrund, dann ist das dann nicht mehr so weiß. Und dazu möchte ich gerne den hier noch hängen, also mein Monstera-Blatt. Das habe ich in einem meiner ersten Stickvideos gestickt. Das Video dazu verlinke ich euch mal hier oben bei dem i. Und dann möchte ich nämlich noch Punch-Needling machen. Und da möchte ich auch ein Bild sticken. Und zwar habe ich da ein absolut süßes Set gefunden. Ich kann euch das ja schon mal zeigen und ich hoffe, ich schaffe das in der Woche, das fertig zu machen, dass ich nächste Woche dann gleich das Punch-Needle-Video habe. Und zwar habe ich dieses wunderschöne Lama gefunden und das möchte ich gerne Punch-Needeln. Wie sagt man denn? Needeln? Punchen? Naja, ich möchte das gerne machen. Hier ist alles drin, das finde ich super. Da brauche ich mir nämlich nicht noch extra alles zusammensuchen, sondern es ist alles in einem Set. Und das war auch gar nicht teuer. Ich glaube 15, 16 Euro. Ich verlinke euch das Set mal unter dem Video in der Infobox. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe mir den Regenbogen hier einfach mal auf Papier vorgemalt. Ich packe euch den aber auch als Link unter das Video in die Infobox. Ich wollte nämlich gern mal die Größenverhältnisse wissen. Ich nehme hier heute einen Stickrahmen, der einen Innendurchmesser von 17 cm hat. Und so fand ich das ganz schön. Dann habe ich mir hier schon ein Farbkonzept zurechtgelegt. Also diese Farben werde ich nehmen. Das werden meine Bögen und das dunkelblaue hier werden die Punkte, die ich hier und hier habe. Und das helle Rosa, Aprikot, das werden dann so Striche hier drinne. Das ist mein Plan. Und ich werde auf Blau sticken. Also ich habe hier diesen blauen Stoff. Den Link zu dem Stoff kann ich euch nochmal unter das Video in die Infobox packen. Nun werde ich erstmal den Regenbogen hier auf meinen Stoff übertragen. Da ich es immer schön finde, zu sehen, wie die verschiedenen Fäden mit den verschiedenen Stichen in einem Muster wirken, habe ich erstmal die verschiedenen Stiche, die ich heute benutze, einmal mit 6 Fäden gestickt und hier mit 3 Fäden. Einfach auch, um zu sehen, wie erhaben die auf dem Stoff sind und wie, wenn die so weit auseinander sind, also so ist ja ungefähr das Muster, wie das dann wirkt. Und ich möchte gerne die Regenbögen, die ich hier mit diesem Stielstich besticke, auf jeden Fall mit den 6 Fäden machen. Das werde ich nun noch erstmal machen und dann überlege ich mir, ob ich die Striche und auch die Knötchenstiche entweder mit 3 Fäden sticke oder mit 6 Fäden. Ich sticke auch nicht immer ganz gerade. Also ich komme manchmal von der Linie so ein bisschen ab. Das sieht man hier und hier. Aber das macht mir gar nichts aus. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass der Regenbogen hier nicht ganz so akkurat ist. Den Faden auch nicht so straff ziehen. Wenn man hier nämlich stärker dran zieht, dann bildet sich hier ein Loch. Und ich finde, das sieht nicht so schön aus. So, meine Bögen sind fertig und hier in der Mitte, da habe ich auch einfach immer nur hin und her gestickt und bin nach hier oben hin nur etwas dünner geworden. Und dann habe ich mich noch umentschieden. Und zwar wollte ich ja die Punkte
in diesem dunklen Blau machen und die Striche in diesem rosa Aprikot. Aber jetzt, wo das fertig ist, finde ich, sind die Farben zu grell. Das sind so schöne, putrige Farben. Und da habe ich mich nun entschieden, die Punkte hier außen in diesem zart violetten Taubton zu machen. Moment, das mache ich mal weg. Und die Striche hier in diesem ganz, ganz zarten Rosa. Ich finde, das passt besser zusammen. Manches sieht man halt wirklich erst, wenn man schon einen Teil gestickt hat, wie dann die Farben wirklich zusammenpassen. Und ich probiere nun noch aus, ob ich 6 Fäden für die Punkte und die Striche nehme oder 3 Fäden, wie das hier in dem Konzept aussieht. Aber das sage ich euch gleich. Ich habe mich nun dafür entschieden, die Knötchenstiche und auch die Striche hier drinnen mit 3 Fäden zu sticken. Und zwar habe ich hier dreimal den Faden um die Nadel drumherum gewickelt bei dem Knötchenstich, bevor ich hier reingestochen habe. Und ich habe mich auch nicht komplett an meine Vorlage gehalten, sondern ich schaue jetzt einfach, dass die Abstände zwischen den Knötchenstichen hier ungefähr gleich sind. Und um den überschüssigen Stoff hier hinten festzukleben, habe ich erst kurz überlegt, ob ich eine Heißklebepistole nehme. Aber wenn von dem Heißkleber was hier auf den Stoff kommt, dann sieht man das auf der schönen Seite durch. Und das wollte ich nicht. Dann habe ich mal geschaut, was ich noch zu Hause habe. Den hatte ich nämlich noch zu Hause. Das ist nicht der richtige hierfür, aber brauchte ich mir nichts Neues kaufen. Also habe ich den benutzt. Ich habe aber zuerst hier auf der Rückseite die Fäden und die Knötchen, also vom Vernähen und vom Verknoten, habe ich hier mit so Sprühkleber, so temporären Sprühkleber, der ist zum Nähen und auch für Stickarbeiten. Damit habe ich die Rückseite erstmal etwas eingesprüht und habe die Fädchen, die hier noch so hingen, ein bisschen hier dran festgedrückt. Und dann habe ich mit dem Kleber den Holzrahmen innen drin eingeklebt, eingeschmiert, eingeschmiert. Und es kommt halt drauf an, was ihr nun für einen Kleber habt. Meiner muss dann 15 Minuten trocknen und dann konnte ich erst den Stoff hier umdrücken und habe den so ganz allmählich immer hier so festgedrückt. Und habe dann auch so einen Kantenformer zur Hilfe genommen. Das ging ganz gut, da kam ich so schön an den Rand und das war so schön plan. Und als der Stoff dann komplett festgeklebt war, habe ich den überschüssigen Stoff einfach mit einer Schere abgeschnitten. Hier ist ja nun kein Zug oder sonst irgendwas drauf, sondern das soll ja einfach nur an die Wand gehangen werden. Und ich finde, da kann sich das sehen lassen und ich brauchte mir nicht extra was kaufen. Das Schöne an dem Regenbogenmuster ist, es ist halt vollkommen unkompliziert und man hat es an einem Nachmittag fertig gestickt. Und nun werde ich mich gleich an das Punch-Needling dran machen, damit ich das fertig bekomme, dass ich dann meinen Videohintergrund neu gestalten kann. Wenn ihr noch ein paar andere Inspirationen braucht, könnt ihr auch gerne noch mal hier in die Videos reinschauen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.